Dusko Milanovic nach dem Sieg hier in Aalen. Vielleicht ein kurzes Zitat, was es nach dem Spiel zu berichten gibt aus der Kabine und natürlich, wie der Sieg zustande gekommen ist. Ja, Glückwunsch an die Mannschaft. Die haben echt alles umgesetzt, was wir haben, ganze Woche gearbeitet und gesprochen. Und ich kann nur zufrieden sein, dass so hoch ausfällt mit 38 Tore in Angriff. Habe ich echt ganz ehrlich selber nicht gerechnet. Aber man sieht, dass, was steckt in unserer Mannschaft. Und ich denke, wir haben sehr gute Angriff heute gespielt, wo natürlich ein paar Mal Aalen hat uns auch einfach gemacht, wo die haben Torhüter gewechselt. Und ich kann nur sagen, unsere Abwehr hat bombastisch gestanden in 48. Minute, wo wir haben angefangen zu wechseln. Wir haben bis dahin nur 18 Tore kassiert oder 19. Und ich kann super zufrieden sein und ich sage Hut ab, die Mannschaft hat super gemacht. Tolles Spiel, super Sieg, deutlicher Sieg. Deine Sicht aus dem Spiel? Wir sind ganz gut reingekommen, haben einfache Tore gemacht, haben das Tempospiel von allen weggenommen. Genau wie ihr Trainer es wollte, haben wir sehr gut umgesetzt. Wir standen sehr gut in der Abwehr. Zweite Halbzeit, am Anfang haben wir ein bisschen Probleme mit dem siebten Feldspieler von Aalen, aber dann gewinnen wir Bälle, holen uns Bälle in der Abwehr, machen einfache Tore und dann haben wir das Spiel von oben weg diktiert und das war ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns zum Start in die Rückrunde. Also geschlossene Mannschaftsleistung, aber ja. Es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen herauszuheben, wie zum Beispiel Jens-Peter Reinhardt, der immer wieder da war mit verdeckten Schüssen oder auch gleichzeitig Simon Schierpinski, die wirklich tolle Tore erzielt haben. Ja, keine Frage, aber ich habe immer gesagt, wenn Mannschaft kompakt steht und zusammenarbeitet und alles, dann wird immer eine oder andere geben, welche ein bisschen mehr Tore wirft und alles. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin mit jeder Position zufrieden und für mich ist in jeder Position bestes Spiel.